Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Citybus Manager hier bei Heisenberg zockt. So, da sind sie, unsere Büßlein. Sehr schön. Wie spät haben wir es denn? Mitten in der Nacht Mittwoch? Sehr gut, wir gehen auf Tempo und wir werden heute wieder Geld verdienen. Ja, irgendwie um die 170.000, so wie es aussieht. Das ist doch tipptopp. Gefällt mir. Wie sieht es hier aus? 5 Sterne, 4 Sterne ist auch okay. Hier bei den Details, da muss man immer wieder gucken, würde ich sagen. Weil wenn irgendwo was im Argen liegt, dann können wir hier reagieren, beziehungsweise nicht reagieren, aber wir sehen es halt. Und jetzt habe ich gerade gesehen, die Bushaltestellen, die könnten uns auch mal wieder ansehen. Wo war das denn gleich nochmal? War das nicht hier? War das hier? Jawohl, hier sind die Bushaltestellen. Mal schnell durchgehen, ganz kurz, ob irgendwas gelb ist oder vielleicht sogar rot. Ja, hier ist was gelb. Dann machen wir mal den hier, dann haben wir es grün. Ansonsten sieht das so schlecht nicht aus. Ich muss ein bisschen unten gucken, weil das rasselt durch. Im Sinne von, wenn wir am Ende angekommen sind, sind wir wieder am Anfang. Dann kannst du das natürlich hier als ewiger Rundgang sozusagen machen. Ne, ist okay sonst. Passt. Wir haben doch eine neue Kachel. Warum gehe ich denn da raus? Weiß gar nicht. Oh, Anruf. Wir gucken mal. Urlaubsantrag. Aha, schon wieder jemand, der den Urlaub möchte. Das hatten wir jetzt schon 2-3 Mal. Ich würde denen die Pause gönnen. Wir sind ein lieber Chef. Und wenn jemand fehlt, dann werden wir den halt ersetzen. Busfahrer. Der bräuchte mehr. Okay, müssen wir da wieder was machen. Also Mitarbeiter einstellen, den Busfahrer. Quali, Freundlichkeit passt. 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 Sind 3 Stück, jetzt sind es 4. Also das müsste wieder ein Momentchen reichen. Ist natürlich schon klar, wir kaufen Busse, Busse, Busse. Na, irgendjemand muss die fahren. Und das sind dann halt die Busfahrer logischerweise. Gut, hier bräuchten wir dann wahrscheinlich bald mal eine neue Kachel. Wir können ja mal gucken, was kostet uns das? Werden wir rausfinden. Hier könnten wir wieder mit der Forschung starten. Ich gucke erstmal, was wir sonst noch haben. Die mobile App. Mach das mal nochmal. Und wo haben wir denn? Das ist die Werkstatt. Das sind die zusätzlichen Tools. Das ist das Einsatzgebiet vergrößern. Hier, das Betriebsgelände. 30.000. Ja, ist ordentlich. Okay, die kriegen wir relativ schnell zusammen. Die Frage ist, wie sehr tut das gerade Not? Ja, wir können keine weiteren Parkplätze machen. Wir können hier nochmal einen hinmachen. Wobei, es gab noch einen Kommentar. Heißt, ich reiß doch irgendwie Dingens ab. Ach genau, jetzt weiß ich wieder. Das hier. Das haben wir nämlich jetzt 2-mal. Weil hier haben wir, glaube ich, das Ganze auch in groß. Kann ich das irgendwie anklicken und gucken, ob das stimmt? Oder wir nehmen es mal schnell. Straße und dann wäre das... Wo haben wir es denn? Die Hebebühne groß, hier. Man sieht es halt nicht. Wobei, wenn ich es drehe... Doch, das müsste die große Hebebühne sein. Das heißt, wir hätten die 2-mal, die brauchen wir nicht 2-mal. Das ist tatsächlich richtig. Können wir das eigentlich wieder abreißen und hier Parkplätze hinmachen? Die Frage ist, wie viele Parkplätze kriegen wir hin? Hier, 2 Stück. Ja, lohnt sich es dafür, das abzureißen? Weil, ist halt schon so, wir haben natürlich schon ein paar Gelenkbusse, haben wir. Ich würde das lassen. Aber danke für den Hinweis natürlich, aber das ist schon wahr. Das könnte man abreißen, dann könnte man hier wieder Parkplätze machen. Boah, wir lassen es mal. Weil eben, dann holen wir uns lieber das Gebiet hier hinten. Dann haben wir dafür 2 große Hebebühnen. Aber die werden halt tatsächlich dann auch nur für die Gelenkbusse benötigt. Das ist ein bisschen das Problem. Die kleinen, die gehen nicht hier hin. Na gut, wir lassen es. Abgesehen davon ist das hier die Wäscherei und das ist... Das ist die Hebebühne. Ist mir soweit klar. Gut, oh, zum Schichtplan müssen wir vielleicht auch mal noch schnell. Das sieht eigentlich okay aus. Haben wir da nicht irgendwo... Genau, hier hat man doch noch so einen Ausreißer. Ja, wir brauchen noch mal einen Bus. Hier brauchen wir nicht. Oh, es wurde mir noch gesagt, genau, ich soll doch mal den Zurücksetzen-Button klicken. Wenn irgendwo ein Bus... Wir machen mal Zurücksetzen. Okay, und jetzt machen wir das nochmal neu. Weil es stand, ab und zu ist es dann tatsächlich so, ja jetzt in dem Fall nicht, dass das dann irgendwie neu geladen wird und dann irgendwie genau wo berechnet, keine Ahnung. Fehlt jetzt hier auch ein Fahrzeug? Heute? Ach, was, warum? Gibt's doch nicht. Haben wir hier noch grün, dann würde ich das noch irgendwo einsetzen. Haben wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Nee, Moment, da muss ich nicht so, sondern so. Oh, aber da sind wir Ewigkeiten dran. Warum fehlt mir jetzt heute ein Bus? Der fehlte doch vorher nicht. Hätte ich es mal nicht zurückgesetzt. ich glaube, das ist jetzt deswegen. Ja, wir brauchen einen Bus. Wir haben 60.000, wir kaufen einen Bus. Ich mache mal hier ein bisschen langsamer. Das ist falsch. Den Bus kriegen wir hier beim Fuhrpark. Neu.
Und zwar für 66.000 kriegen wir keinen Gelenkbus, aber wir kriegen einen Doppeldecker. Ja, hier den zum Beispiel mit 107 Fahrgästen. Der gehört uns. Dankeschön. Und dann nehmen wir, zack, das hier. Jawohl, Transportfieber 2. Anwenden, dankeschön. Der kommt jetzt. Da fährt er rein und hat keinen Stellplatz. Na Halleluja. Gut, dann machen wir hier nochmal ein. Wir müssen das Betriebsgelände vergrößern. Hilft nichts. Stellplatz groß. Ne, das geht eben nicht. Doch, geht doch eigentlich hier auch. Machen wir hier noch einen großen Stellplatz hin. Reicht das schon? Jetzt braucht er wahrscheinlich wieder ein Momentchen, bis er das irgendwie hat. Das ist blöd, weil ich glaube, der zählt noch nicht. Also den können wir wahrscheinlich hier noch nicht zuweisen. Doch, können wir. Okay. Obwohl er da noch nicht drin ist. Können wir das jetzt hier hinten auch bei dem einen Tag hier? 10-2. Ach, come on. Nicht genug Busse. Das muss man auch immer gucken. Nicht, dass hier plötzlich steht, dass die Busfahrer fehlen. Okay. Fehl halt noch mehr Busse. Ist okay. Also, ich habe jetzt eigentlich hier nochmal einen Parkplatz gemacht. Leute, wir brauchen zwingend, also jetzt sehe ich selber, wir brauchen hier zwingend dieses Gelände, damit wir hier weiterarbeiten können. Oder wir reißen jetzt halt trotzdem nochmal schnell das hier ab. Dann haben wir das halt nur einmal. Wir machen hier nochmal Parkplätze hin. Wisst ihr was? Wir machen das trotzdem. Also, Parker. Ah, jetzt muss ich das eigentlich einzeln abreißen, oder ich kann es halt so machen. Zack, einmal weg. Das wollte gerade nicht so klappen. Ich habe schon den Parker aktiviert. Das kann man schon abreißen, oder nicht? Mach mal so. Achso, ich muss auf den Haken. Moment, jetzt muss ich nochmal. Habe ich nicht auf den Haken geklickt? Dann müsste ich. Ja. Ihr habt es gesehen. Leicht falsch gemacht. Das Spiel hat das schon richtig gemacht. Ich möchte hier natürlich nur diesen Knubbel hier weg haben. Mach mal Knubbel weg. Ich kann es nicht mal. Jetzt. Zack. Okay, auch weg. Straße. Groß. Da geht einer hin halt. Ja, da geht tatsächlich nur einer hin. Kann ich hier die Straße kappen? Nee, dann kommt man hier nicht mehr rüber. Nee, die muss ich lassen. Das ist natürlich schon ein bisschen die Frage. Hat sich das gelohnt? Bei Stellplatz Mittel geht hier keiner mehr rein. Hier die Straße runter kappen. Ja, dann haben diese Parkplätze hier keinen Straßenanschluss. Das geht halt auch nicht. Wenn ich hier rüber gehe. Ja, ein kleiner passt wahrscheinlich noch hin. Machen wir halt nochmal einen kleinen. Dann haben wir jetzt nochmal einen. Hat der jetzt ein paar. Oh, der hat seinen Parkplatz immer noch nicht genommen. Das sind aber zwei Meldungen. Der findet den Weg nicht. Der Bus. Wie kann ein Bus den Weg nicht finden? Hä? Jetzt wird's komisch. Aqualife. Die möchten sich bedanken, dass wir die Linie übernommen haben. Das freut mich. Oder ist das ein. Ach nee, guck mal, das ist ein Fahrgast oder dass der den Weg nicht findet. Jetzt hat er einen Weg gefunden. Jetzt fährt er wieder zur Schicht. Ja, die können natürlich auch hier draußen warten. Ist okay. Wenn die hier warten, bis sie wieder zur Schicht fahren, dann ja, mach das mal so. Ist doch in Ordnung. Gut, hier oben haben wir ja nochmal irgendwie. Dann eine Waschanlage haben wir dort noch. Wisst ihr was? Wir machen hier einfach mal auch mal was für die Optik, würde ich sagen. Dass hier ein paar Bäumchen stehen, damit das ein bisschen grüner und schöner wird. Kann nicht die Welt kosten. Und macht optisch sicher ein bisschen was aus. Ja, ist doch schön. Das lassen wir, weil da kommen natürlich wieder Büros etc. hin. Mhm, vielleicht noch ein Busch. Haben wir hier mal einen Busch? Busch. Ja, Busch. Busch, ahoi. Busch, Busch. Sehr schön. Schon wieder Post. Ein Busfahrer. Der reklamiert auch. Wir haben 4 weitere Busfahrer eingestellt. Oh, die haben tatsächlich Stress. Okay, wir brauchen weit mehr Busfahrer. Machen wir jetzt auch mal, bis wir keine Spinte mehr haben sozusagen. Die lassen wir mal, weil die sind mir tatsächlich zu unqualifiziert. Wären jetzt wieder 4 Stück gewesen, müsste eigentlich funktionieren. Hier ist nichts rot. Ja, die Bushaltestellenqualität. Wir haben natürlich, ich glaube zum Großteil, 1-Stern-Bushaltestellen oder 2-Stern-Bushaltestellen. Die möchten wahrscheinlich 3 Sterne haben. Dann hätte man hier 5. Aber das ist mir dann wieder zu teuer. Jede einzelne Bushaltestelle kostet dann mal 400 bis 800. Bei irgendwie 100 Bushaltestellen, das rechnet sich. Da schauen wir lieber eben die Kachel. Ja, dass wir die Kachel holen, würde ich forschen. Oder lassen Sie mal noch schnell die Forschung. Was möchte die von uns? Betriebsgelände vergrößern. Achso, ja, das wollte ich ja sowieso. Ja, komm, das machen wir für die 30.000. Aber wir hatten eine Meldung. Den Busverschleiß. Okay, das machen wir auch noch. Das warten wir, das kostet Geld. Und sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr dazugekommen. Nein, können wir lassen.
Ich möchte mal noch schnell bei den Ersatzteilen gucken. Das sieht auch nicht so massiv schlecht aus. Das lassen wir mal. Und das Gelände hier. Achso, das muss natürlich jetzt wieder erst erforscht werden. Ach, guck mal an jetzt. Das geht aber, glaube ich, schnell. Weil, ja, genau. Weil das ist ja nur irgendwie hier so ein Stück Gelände dazu. Das ist ja kein Problem. Gut, dann ziehen wir doch mal die Straße hier lang, dass wir hier weitere Parkplätze machen können. Straße bauen. Wäre mal so. Und dann irgendwie hier runter. Kriegen wir da was rein? Nein. Ich muss mal schnell gucken. Hebebühne. Ne, ich Hebebühne groß. Nein, wir brauchen Busstellplatz groß. Hat diese Ausdehnung. Ui, wie kriege ich das jetzt hin? Ich muss das irgendwie mit dem Augenwinkel. Wäre hier. Gut, ich kann es ja wieder abreißen. Wir machen das mal hier runter. Busstellplatz groß. Passt mit Sicherheit schon mal rein. Hier auch. Machen wir hier nochmal ein. Machen hier ein und hier ein. Und dann haben wir da vier Stück, dann warten wir. Jetzt sehe ich gerade, die haben wir alle noch nicht beschriftet. Das müssten wir dann natürlich auch noch machen. Also müssen wir nicht, können wir. Ganz klar, das ist ja kein Müssen. Ja, ja. Jetzt Schichtplan. Ich hoffe nicht, dass da jetzt heute tatsächlich eine Schicht ausgefallen ist. Das wäre natürlich. Das ist halt schon eher fatal, wenn das passiert. Hier, zwei Busse fehlen. Ja, Montag fehlen zwei Busse. Ja gut, wir haben ja Geld. Ich habe jetzt aber die Forschung schon angeleiert. Achso, die Forschung, wir haben das Gelände ja. Dann haben wir jetzt aber heute verdient hier. Ja, es geht 103.000. Ach, das ist im Pausenmodus, das Ding. 103.000 bis jetzt. Haben wir aber ordentlich Geld verdient, weil mit 103.000 können wir uns natürlich bereits wieder ein weiteres Fahrzeug kaufen. Wir kaufen mal nochmal, würde ich sagen, einen gebrauchten Bus. Dann kriegen wir nämlich hier den hier problemlos. Jawohl, wurde angenommen. Sehr schön. Wo ist er denn? Da kommt er. Ah! tanken bitteschön. Das soll ich jeweils einstellen bei denen. Hieß es. Der ist hier doch ziemlich im Argen, der Kollege. Dann gehen wir mal nochmal zur Ausstattung. Ja, machen wir natürlich auch. Die Premiumbusse aber nicht, das ist zu teuer. Gut. Jammert noch jemand, dass er keinen Stellplatz hat? Ich glaube nicht. Jetzt haben wir hier ja doch zugeschlagen. Ach, und die Bürofläche, die wir brauchen, die ist kleiner geworden. Nach dem Update hat der Fummels, glaube ich, geschrieben. Also man muss nicht mehr so riesen Bürokomplexe haben. Ist eigentlich fast ein bisschen schade. Also ich mochte halt das Gewusel tatsächlich, aber eben, es ist halt der Performance geschuldet. Du kannst halt nicht beides haben. Entweder hast du Performance oder hier 1000 Leute, die wieder ihren Ruhm rennen. Können wir hier schon mit der Straße... warum qualmst du? Ach, der wird eh repariert. Gut. Aua, ich müsste hier mal noch gucken. Wir haben noch einen defekten Bus. Ja, aber der ist in der Arbeit. Okay, sehr gut. Dann könnten wir mal schnell zum Schichtplan düsen. Nochmal hier. Das. Ja. Halt, das war einmal zu viel. Ein Bus gekauft, zwei Busse sozusagen hier rausgekriegt. Also das, ich verstehe es teilweise echt nicht. Ist jetzt aber auch egal. Wichtig ist, dass wir den Schichtplan so haben, dass der wieder Sinn macht. Ein Anruf. Hallöchen. Krankmeldung. Ich bin leider erkrankt und werde bis einschließlich Montag zu Hause bleiben. Bitte stelle sicher, dass meine Mechanikeraufgaben von jemand anders erledigt werden. Okay. Das gibt es natürlich. Das ist auch ein Teil des Updates halt. Ein Mechaniker war es. Dann brauchen wir hier nochmal einen Mechaniker. Den stellen wir mal fröhlich ein. Und den lassen wir auch drin. Den werden wir jetzt nicht temporär beschäftigen. Sondern der soll halt gerne bei uns bleiben. Das ist in Ordnung. So, wir könnten bereits weitere Busse kaufen. Weil wir haben natürlich hier jetzt schon... wo haben wir es denn? Nö, doch nicht. Haben wir das alles schon fertig? Habe ich hier... Ich habe doch hier eine Kachel gekauft. Ja, hier unten ist glaube ich noch was. Also jetzt habe ich gerade ein bisschen... Ich muss mal schnell gucken. Linien. Neue. Da haben wir nichts dazu gekriegt. Eigene. Ja, hier fehlt natürlich noch was. Das haben wir gemacht. Hier könnte man noch nach hinten. Das können wir mit der nächsten Kachel verbinden. Hier hätten wir was. Ja, das war vielleicht von hier oben. Also hier irgendwie auch in der Nähe vom Depot starten halt. Dann hier runter. Und dann hier hin. Das wäre eine Option, die wir hätten. Jawohl, ich möchte alles verwerfen. Dankeschön. Das habe ich hier noch gesehen. Der Shuttle-Service, der macht irgendwie gar kein Geld mehr hier. Aber das ist eigentlich kein Problem. Oder eigentlich schon? Ja, eigentlich schon. Fährt die überhaupt noch? Moment. Gehen wir mal auf Play. Das hilft jeweils. Ich weiß gar nicht, ob das noch läuft hier. Wenn das natürlich fertig ist und das kostet, ist das ja Käse. Dann müssen wir die Linie eigentlich löschen.
Linie löschen. Ich warte mal noch schnell, aber ich glaube, die ist tatsächlich durch die Linie. Die haben wir hinter uns. Gut, gehen wir mal raus. Defekte Busse vielleicht. Nein, ist auch in Ordnung. Nachts um, was haben wir hier? 9, halb 10. Da haben wir ein paar Busse, die wir noch anschreiben können. Das wäre Gelle, die 23. Wenn ich hinkriege, Gelle, 23 Haken zuweisen, wäre hier. Jawohl, dann hat man gerade noch andere Gelenkbusse, die keinen Platz hatten, glaube ich. Wie sieht es mit ihm aus? Doch, der ist zugewiesen. Gut, das können wir ja nach und nach machen. Das ist tatsächlich nicht so wichtig, denke ich. Aber es ist halt, es ist hilfreich, ganz klar. Aha, er muss repariert werden. Wir machen nochmal kurz eine Kontrolle. Nee, ist okay mit den Bussen. Passt, 60.000. Gefällt mir, sind wir hier bei 150. An einem Mittwoch. Ja, ich weiß nicht, warum Mittwoch schlechter ist hier wie der Tag. Aber da ist vielleicht wieder irgendwie was ausgefallen. Das kann natürlich auch sein. 8 Minuten Verspätung. Hier ist was ausgefallen. Aber der Shuttle-Service, das war doch eine einmalige Geschichte, oder nicht? Verstehe ich gar nicht. Ansonsten ist hier die Verspätung so schlecht nicht. Ja, wenn natürlich was ausfällt, ist natürlich Käse. Das haben wir jetzt aber hinter uns. Jetzt haben wir den Schichtplan gesehen wieder. Hier fällt nichts mehr aus. Das war jetzt temporär, weil wir halt tatsächlich eine neue Linie gemacht haben. Ja, und dann doch überrascht wurde. Ne, überrascht nicht, aber wir haben halt doch nochmal ein, zwei Busse tatsächlich dafür gebraucht. 61.000. Ja, also ich würde mal sagen, ein neues Gebiet brauchen wir im Moment noch nicht. Dafür haben wir das. Das wäre noch eine Linie, die es hier gibt, würde ich sagen. Eben von hier oben hier runter nach hier irgendwie. Und danach, ja, wäre dann wieder eine neue Kachel fällig. Würde ich mal meinen. Details. Oh, ja, keine Schichtausfälle. Okay, das haben wir ja mitgekriegt. Das sollten wir jetzt wieder im Griff haben. Dafür haben wir die Busse. Hier ist noch ein Gelenki. Der könnte eigentlich hier runter. Das wäre dann... Moment, so muss ich es machen. Gelle. Die 24. Jawohl. Haken zuweisen. Zack, hier. Dankeschön. Da kommt er auch schon. Und hier ist noch einer. Das ist dann Gelle 25. Ja, so kriegen wir die alle nach und nach natürlich. Dorthin, wo wir sie gerne hätten. Wäre hier unten. Kommt er auch schon. Das ist noch ein Doppeldecker. Den könnte man noch zu den Doppeldeckern tun. Ich würde das jetzt für den Moment mal einfach bei dem belassen, so wie wir es haben, denke ich. Gut. Straße weiterziehen würde ich auch noch nicht, weil wir haben hier... Ja... Ja gut, wir haben jetzt 4 Parkplätze gemacht noch. Aber die müssen eigentlich für den Moment ja reichen. Büroplatz brauchen wir, wie gesagt, nicht mehr so viel. Aber Spinte und so weiter brauchen wir noch. Aber dafür haben wir hier genug Platz. Da müssen wir eigentlich auch nichts machen. Nö, nö. Das lassen wir laufen. Forschung wollte ich nicht, ich wollte Ersatzteile im Auge behalten. 11, 12, ach komm, wir legen hier mal ein bisschen nach. Wenigstens ein Treppüti. So, für 1000. Kein großes Geld, ganz klar. Auf Tempo sind wir. Ja, nächste Anschaffung wäre dann halt wieder ein Bus, würde ich sagen. Ganz klar, damit wir die Linie hier machen können. Die, welche ich da angesprochen habe. Ich gehe nochmal schnell gucken. Ich weiß halt nicht, womit das, wie soll ich sagen, wie wird das geregelt, dass hier was Neues kommt? Weil das sind alles Linien, die machen keinen Sinn. Sage ich nochmal. Wir verdienen mehr Geld mit unseren Linien. Außer hier die Shuttle-Dingens, das werde ich löschen nachher oder morgen. Da sind immer noch bei 300.000. 89, ja, die hier, okay, die hier auch, also die beiden neuesten. Aber ich weiß gar nicht, ob die in-game schon eine Woche existieren, weil da musst du tatsächlich immer warten eigentlich. Service-Mitarbeiter. Der ist zufrieden. Ja, das glaube ich. Wir haben hier ja eigentlich auch keine Probleme mehr. Wir haben ja die mobile App, die wir entwickeln. Ganz klar. Das entlastet natürlich unser Service-Center auch entsprechend. Das ist logisch. So, wie spät haben wir es? 4. An einem Donnerstag. Okay, das gibt wieder Geld. Zufrieden. 5 Sterne. Thomas Sarko-Dingens ebenfalls zufrieden. Die Schichtausfälle. Ja, das braucht halt einen Cooldown. Das wissen wir. Das dauert ein Momentchen, bis das hier wieder in Ordnung ist, auch wenn wir keine Schichtausfälle mehr haben. Wir müssen jetzt einfach uns bemühen, dass wir auch keine mehr kriegen. besonders bei der Linie 10 ist immer sehr wenig los, was die Fahrt sehr angenehm macht. Das könnte so ein versteckter Hinweis sein, dass wir bei der Linie 10 vielleicht sogar mal unsere Kleinbusse noch verbraten. Moment, Linie 10 ist die hier.
Ja, wobei, nee, für Kleinbusse reicht das dann doch nicht. Nee. Nee, dann kann man das nicht als versteckte, als versteckte Botschaft nehmen. Das funktioniert dann tatsächlich leider doch nicht. Gut. Bus kaufen? Nee, wir warten. Aber ich denke, wir kaufen Bus und danach machen wir die neue Linie. Ich denke, das ist ein gesunder Weg. Bei der Forschung nochmal schnell schauen. Betriebsgelände haben wir gerade. Kostet dann neu 30.000. Und hier haben wir es auch. Ja, und jetzt hier die Forschung nochmal. Sollen wir nochmal einen Gelenkbus erforschen? Ich würde sagen, ja. Und kommt da auch gerade. Ich weiß, das hat jetzt natürlich wieder das Geld gekostet. Aber es ist Donnerstag. Wir werden Geld kriegen. Ich bin Reinigungskraft und brauche dringend eine Pause. Ja, komm, wir sind keine Unmenschen. Reinigungskraft, da brauchen wir hier aber eine neue. Freundlich müssen die ja nicht sein, das ist ja komplett irrelevant. Eine Reinigungskraft soll arbeiten. Ja, einmal so. Und dann brauchen wir wieder Spinte, hieß es. Ja, dann machen wir hier doch mal einen Riegel, wenn wir gerade dabei sind. Halle. Halle Spint ist hier. Zack, zack, zack. Hierhin, das können wir lassen. Dann machen wir hier in der Mitte nochmal Riegel, würde ich sagen. Einmal drehen. Ja, und hier nochmal drehen. Ja, dann können wir es aber auch anders in die andere Richtung machen. Das ist eigentlich Mumpit so. Moment, der kommt nochmal weg. Zack. Da hat einer schon seine Kleider drin. Das ist natürlich fatal, weil der kommt auch weg. So, ich möchte die anders haben. Und zwar gedreht. So. Dann können wir nämlich tatsächlich mehr hinstellen. Da noch einen, da ist ein Feierabend. Gut, das reicht schon. Den Rest machen wir dann, wenn wir die Busse... Wenn wir die Busse vor allem. Ja, wenn wir die Busse brauchen, kaufen wir noch ein paar Spins. Nein, natürlich nicht. Sondern wenn wir halt die Spins brauchen, dann werden wir da wieder Spins kaufen. Nochmal Post von einem Busfahrer. Jetzt haben wir doch gerade 5 oder 6 eingestellt, sag mal. Echt jetzt? Wir kaufen... Nee, wir stellen nochmal Busfahrer ein. Gefällt mir nicht, was ich hier sehe. Ja, die beiden sind doch okay. Oh, schau mal an, jetzt brauchen wir aber tatsächlich doch noch ein neues Büro. Weitere Bürofläche. Ja gut, dann werden wir die uns gönnen. Machen wir dann hier hin. Ja, das machen wir aber morgen. Wir machen morgen einiges. Büroausbau. Dann eine neue Linie, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, wie das läuft. Im Moment läuft es sicher gut. Ich danke euch fürs Zusehen und dann hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.